So, ihr geht es. Hallo, ich mache ein Let's Play. Ja, yeah, noch ein Lützebäusche Let's Player. Wie war so, ihr geht es? Weil ich schon die ganzen Blödsinn habe schon abgeholt. Und die Frage ist aber nicht gern. Die schmeckt noch von nicht. Also, wir machen Gytos 2 Super Adventure Box. Das ist ein Abrils-Gag. Abrils-Gag von NCSoft. Von ArenaNet. Die 2000 von Rich, das ist egal. Und zwar haben sie eine 8-Bit-Welt zu bis low Fire Level, ich meine, wir könnten noch ein bisschen mehr. Und gucken wir uns hier mal zu einem End und das nächste Level, nehmen wir mal so. Jetzt, yes, was hast du schon alles gezählt, wo ich nicht abgeholt und ich weiß schon nicht mehr. Ja, da habe ich mal ein bisschen gebadelt, da sind eigentlich noch Spruch geschrieben, hat auch ein bisschen mehr. So interessant ist, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weil ab wie immer Prinzessin geht von einem Besen. Ein Forward. Oh ne, wir müssen Dritte gehen. Wir kriegen aber kein episches Schwert mehr, wenn ihn halt liest. Und er lesen könnt. Ha! spielt der Stock als Schwert. Spielt der Stock als Schwert, ja, das war falsch. Spielt der Stock als Waff, sowas richtig. Yes. Das ist also ein 8-Bit-Welt. Ich starte nur hier. Do, du hast frei. Und bis dahin geht es. Und wie das geht, geht er noch mehr weit. Ich hoffe, das geht doch mehr weit. Das wäre mega cool. Meine, ja, los sind wir mal an der Zone 1, ne? Wir sind 4 Uhr fangen. Schon mal direkt den Schlüssel haben wir, damit kann ich die Truhe dort machen. Aber du hast einen engen Sphäre dran. Oder ein Sphäre, das ist diese Bullen. Quasi die Währung an dem Landteil. Ja. Was machst du so? Ich weiß nicht mehr. Da kann ich verschiedene Sachen kaufen, zum Beispiel nur ein Schöp und nur noch andere Sachen, die man schon nutzt. Wie gesehen, Feuerherzer. Tisch das ein bisschen Anschluss wie normale Guild Wars. Ein heißer Punkt, wo es weitergeht, wo müssen 5 Leute draufstehen, weil ich zu 5 was. Sie haben nur allein, du wirst mich nicht allein gestoßen. Ich will auf den Stich, weil ich nicht mehr alles will hier gucken gehen. Weil ich habe schon erstens alles gesehen. Zweitens ging das zu lang gehen und ich weiß nicht mehr so interessant. Ich weiß nicht, Geheimnisse, also verschluckte Sachen, aber nicht viel mehr. Washington zurückgepackt, ich bin auch nicht zu kommen. Also das ist ziemlich cool, die Welt. Das muss ich ja auch mega rau. Das. Ich war so puff, wie gesagt, diesen. Oh, seriös, das ist eine gute Durchgang. Oh, das ist eine gute Durchgang. Ich war mega erstaunt, wie sie das Tick Spruch tun. Ich war so für mega rau. Awesome. Na, immer so 20 Sphären dran. Ich spreche mich schon halt. Dann lecker 5. So, und dann hinsch. Dose Shop. Mal kurz ran, so war ich am letzten dran, also wo ich auch 4 abgeholt hat. Ich kann man dann verschiedene Sachen für auch die Sphäre und der Karfen und Schlüssel, wenn man nicht vorn tun. Nächster Leben dann halt da und ich habe eine kleine Ausspielung in Zelda, meine ich. Wenn Zelda kennt, die weiß, wie so ein Shop und wir sind so Klippen und du musst auf alle gefragt für Rubinen zu kriegen. Und das halt auch so, das ist mega witzig von. Es so, noch ein andere Zahl der Ausspielung, die weiß ich schon in einem anderen Video, das ist auch ziemlich cool. Ich muss schon denken. So, Lummel, hi. Oh, du siehst Stangen, die sind komisch. Schon ein Bomb. Hoppla. Hoppla, war. Ein Bomb, Schießen drauf. Oh, ein Geheimnis. Ganz viel Sphären dran. Ja, laufen. Richtig laufen. Yes. Wie war sammelst du die Sphären? Mal so zu der Währung, wie zum Beispiel du beim Shop. So, beim Shop. Wie wir schon sie gerade ein bisschen behindert. Beim Shop. Oder wenn ich mir 250 schwört, dann. Und wenn ich von der Tano, ich kann nur während dem Sp. Während dem Spange weisen. Ich bin doch lieber verloren. Ah, kann ich doch weisen. Wenn ich da 250 von denen Sphären holen, kann ich sie gegen so eine Sphärenblase umtauschen. Aber wenn ich da 50 Stufen erhöhe, dann kann ich ein Skin für einen Waff kaufen. Ich will aber Minimum
Ein so Skin kreieren über den Mond. Nee, hab. Ja. Ich hab schon ein bisschen so ein Farmroot rausfand. Also rausfand. Schon mal die selber zusammen gebastelt. Und zwar, aber da schon halt so, oh, hier geht hier weiter. Nee, wenn wir hier gucken gehen, geht hier auch weiter. Boah, nach ein Geheimnis. Ich hab's einfach mega cool, für alles zu entdecken. Hab ich auch dich gemacht, aber wie war ich bin schon lange an zu finden, weil die Leute dann offen entdecken, dann geht los vier und ich will ja ein Video machen. Und ja, das geht dann mehr schnell. Also das gute Video zu lang. Ich meine, ich hatte nur lasch vier und war schon das Schluss, drüber knapp. Oh, nein, war drüber. Bei vier und hatte ich ungefähr 12 Minuten, ich denke, das ist gut. Da habe ich mal Bienenhund Königin. Das ist am Anfang ziemlich heftig, so, weil sie die ganze Zeit nur greift. Nee. Mann, guck mal, da kam einer. Da kam einer. Da kam. Wow. Ja, also, Peitsche kann ich betäuben und sie nur greifen. Habe ich selbst rausgefunden. Hihi. Ja, und weil der Teil einfach ein bisschen langweilig ist. Ich kann ganz viel mich schnell noch hier. So. So futsch. Kurz mal ziehen, so Dinger. Das wären. Dann haben wir einen Honigfarbe. Ich auch kann drauf schlagen, für noch so Dinger zu kriegen. Ja, ich war schon warum gestorben. Ich hab schon viel dabei gestorben, keine 10. Geht dann immer ab, wie so ob ein Krieger oder wenn ich da filme. Ja. Total wir haben Funglooming Farmroot. Die Schreibe ist nur fertig. Es sind circa 5-6 Minuten. Ich muss mich schnell durchschlafen. Und 4,95 circa. Jetzt haben wir fertig. Ich bin nicht mehr scheiße, so dann eigentlich im Take. Also gut, dass ich gelöscht bin. Und dann nicht abgeholt bin. Yes. Laufen wir noch weiter, beziehungsweise zurück. Und zwar kann man das Geheim übersprungen, um hier aufzufallen. Also toll am Funglo wirklich ultra jump and run gemacht, was ich auch cool fand. Und gilt das Video für so Jump Puzzles. Und toll aber wirklich nehmen, springs und ja. Ein bisschen kämpfen, nehmen wir mal kämpfen. Ah, cool, ich hab's zu buffen, voilà, und schon HP. Da sprang ich nicht drüber, weil ich den Sprung noch nie gepackt, obwohl es durchgeht. Und jetzt sprang ich heute da. Weil ich bin ein Ultra-Noob. Yes. Und man nachher Secret. Aufgepost. Haha. Hat das gelöst? 10 Sphären. Ja. Wie gesagt, ich schlafe noch nicht überall rundherum, ich kill alles. Ich habe just ein Sphere pro Mob. Das war also ziemlich wurscht. Oh, das wird ein Stück getroffen gehen. Ziemlich wurscht. Dann haben wir schon Level fertig. Gleich. Du kennst das Kerl, den schlechten genervt. So. Ich kann nicht mehr rundherum, dass den. Basin vom Ufang, dann fang ich so den Kopf von ihm an den Käfer schauen mit einem Ladenbesitzer nicht. Ja, Ladenbesitzer dran. Ich bin schon unterbrochen. Ja, Ladenbesitzer dran und ich befreie mich dann nur. Kann man was immer zahlen, ich muss da Piu Piu, bisschen rüber gehen und dann ist gut. Dann bin ich mal ganz viel Sphären dran. Und noch ein anderer Kost. Ich habe schon Tisch am ersten Take dran, hallo nicht. Wo ich dann auch merke, so zwei so Sphären, Sphärenblasen kriegen.
Aber ich kenne dich jetzt immer nach. Das ist halt jetzt zu einfach. Yes. Wir sind so gut. Wir sind dann halt. Okay, das ging schon raus. Das ist nicht Zeit. Oh, das ging schon raus. Nur wenn wir an Zone 2 kommen, Zone 2 kommen normalerweise. Die guckt man einen anderen Teil, wenn der Stadtteil gefällt. Wenn der Stadtteil so weiter mal. Ich wollte am Anfang nur just super Adventure Box, weil die wirklich cool gehen aus. Weil ich wirklich fand, die müssen aber gesehen haben, was den Entwickler bei uns zu machen. Am Anfang für ein Abrils Gag, Abrils Mond. Also, weil dann geht das so die All Mond quasi so ein Event. Also, ein größtes Event vom Mond halt. Und nur schenkt das Detail zu sehen. Und cool. Wirklich. Wirklich cool. Yes, Ladescreen. Ladescreen. Dann sucht man mal, ob das gut ist, ob man sieht, schön genug aus, wie das kann aufweisen. Ein Video für mich genau zu, für mich interessant zu machen, nicht für mich genau zu machen. Schwarze Scheiß, wie dauert das so lang? Guck mal, ich habe ein bisschen dünn. Hallo, hopp. Psst. PC, please. Du hast schon 100.000 Mal Ratasum, du löst nicht. Zu lang. Voila, alles immer raus. Und. Du hängst. Oh, hängt eine Kamera schon rum. Du bist so überbockmännisch. Ich kann die Kamera nicht mehr rum. Ich wollte nur noch. Begrüßen. Hallo, hallo, mal schwätzen. Ich will noch Themen schwätzen. Maul. Maul. So. Ich weiß noch Eskin, den ich will. Das Schild. Das Rauche. Ja. Da war ich ja nur beim anderen Zelda Special, wenn ich schon eine alte Skins, die kriegt, weil cool aus. Voilà. Das war das Episode von Super Epic Adventure Box Stuff with Suja, how you want it. I don't know what to tell. Ich kann man schon ausloggen, der fuck, seid ihr auch. Ciao.